Hallo und herzlich willkommen zur Lernstunde 152. Wir wollen uns, bevor wir weiter mit der Liste der klassischen Weltmeister voranschreiten, uns eine deutsche Schachlegende nochmal anschauen, beziehungsweise eher ein paar Partien von ihm, nämlich Dr. Robert Hübner. Er war lange Zeit Weltklasse-Spieler, der beste deutsche Spieler seit Lasker, der erfolgreichste. Und das ist schon Grund genug für uns, mal ein bisschen zu schauen, was er so getrieben hat. Und was wir heute ganz konkret machen, das sehen wir wie immer in den Lernzielen. Wir werden eine Partie intensiv analysieren, aber wir haben es schon im Chat gelesen, nicht ganz so tief wie Hübner es analysiert hätte. Und wir werden uns mehrere Partieausschnitte, nämlich in Form von Taktikaufgaben, anschauen. Das ist auch das, womit wir starten. Aber in der Partie wird es unter anderem gehen um das Spiel gegen den unrochierten König. Wir werden uns außerdem mit der Vorteilsverwertung auseinandersetzen und ein bestimmtes materielles Ungleichgewicht näher betrachten. Aber wie gesagt, los geht's mit den Taktikaufgaben. Genau, wir fangen erstmal an mit ein bisschen Taktik. Und wir beginnen mit einer Partie gegen einen Spieler, der auch heutzutage noch sehr bekannt war, damals auch schon sehr stark, als die beiden diese Partie gespielt haben. Es geht um Valero Pons. Der hatte hier schwarz und hat im letzten Zug mit C3, C2 seinen Bauern nach vorne geprescht. Und es sieht so aus, als könnte schwarz hier gleich zur Dame umwandeln oder mindestens einen Turm für den Bauern kassieren. Warum ist das nicht so? Ihr dürft die weißen Steine übernehmen und einmal versuchen, bis zum Ende zu rechnen, wie es hier weitergeht. Weiß am Zug, bitteschön. Und wie immer, versucht euch optimal zu verteidigen für Schwarz. Also im ersten Moment sehen, was könnte klappen, sich darüber freuen, dann aber sagen, okay, wie kann Schwarz das verteidigen und was kann ich dann tun? Ja, einige haben schon aufgeatmet, als du gesagt hast, wir werden das nicht in der Länge von Hübner analysieren, denn er ist ja bekannt dafür, einzelne Partien über Monate zu analysieren. Ich kenne auch einige deutsche Spitzenspieler, die mal Training mit ihm hatten und da habe ich auch geschichtenweise gehört, dass es auch völlig normal ist, dass man sich dann, wenn man eine Trainingswoche mit ihm hat, dass man sich dann eine bestimmte Stellung anschaut, und die dann die ganze Zeit analysiert. Mhm. Aber ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine, Rainer Buhmann, der mir gesagt hat, er hat im Training mit ihm erst eine bestimmte Stellung im Spanier erst richtig verstanden. Ja, also schaden kann es sicherlich nicht, so intensiv in bestimmte Stellungen einzutauchen. Das ist dann nochmal ein ganz, ganz anderes Niveau, als schnell die Partie durch die Engine jagen und am Ende zu wissen, wo es vielleicht taktisch was gegeben hätte, aber dadurch versteht man natürlich die Stellung und die Besonderheiten noch nicht. Bauernwalz macht den ersten Vorschlag und prescht voran mit König F2. Die Idee ist es, diesem König mehr Felder zu nehmen, denke ich mal, und ihn dann anschließend mit Turm F4, H3 matt zu setzen. Das Ganze geht aber nicht ganz auf Bauernwalze, denn unter anderem sehe ich noch nicht das Matt am Ende, wenn es wirklich so kommt, König F2, C1, Dame, dann Turm F5, König G4, H3 ist noch kein Matt wegen König H4. Also du musst nochmal nachbessern, unter anderem würde ich auch sagen, auf König F2 müsstest du dir ja auch die Schachgebote von Schwarz nochmal ansehen, Springer D3, nicht uninteressant, auch wenn dieses Feld gedeckt ist, weil danach würde dein Turm F5 schon nicht mehr gehen und Schwarz zieht im nächsten ein. Okay, und auch Springer und D1 ist natürlich interessant. Kommt auch noch, ne? Genau. Genau, aber wir haben auch Alternativvarianten, zum Beispiel von Torjäger, der mit Turm F5 beginnt und nach König G4 mit H3 Schach fortsetzt, König H4 und dann König H2 mit der Idee, nach C1 Dame G3 matt zu setzen. So, und da sind wir beim ersten Schritt angekommen, wo viele Spieler schon abbrechen, aber ihr natürlich nicht. Ihr habt nur erstmal das vorab in den Chat gestellt, aber natürlich wollen wir uns auch noch ansehen, was könnte Schwarz denn gegen G3 unternehmen. Und das müssen wir uns natürlich auch ansehen, denn er wird wohl kaum einziehen und danach ganz überrascht nach G3 matt aufschreien und sagen, hui, das kam ja überraschend, sondern er wird versuchen, G3 matt zu verhindern und dann seid ihr wieder dran.
Erstmal müsst ihr natürlich schauen, wie er das verhindern kann und was ihr dann noch machen möchtet. Ja, Easy Rider bringt sozusagen die Variante von Torjäger mit Turm F5, König G4, H3 noch einen Schritt weiter und sagt, okay, wenn König G3 zunächst kommt, dann kommt immer Turm E3 und dann kommt wieder König H2. Okay, aber auch das hilft uns noch nicht, denn Schwarz wird G3 verhindern wollen. Und ein erster Vorschlag kam schon rein, sehr gut, nämlich Turm G8. Und tatsächlich Turm G8 verhindert G3. Also am Ende G3, der Variante genau. Nach König H2, ne? Genau, nach König H2, Turm G8 verhindert G3 vorläufig, aber dann sagt Torjäger völlig zu Recht, Turm schlägt C2, dann hat man mittlerweile einen Bauern und eine Qualität mehr. Das ist locker gewonnen und das stimmt auch. Deswegen, Praxis, relevantesten wäre Turm C3, denn Turm C3 deckt auch G3 und bleibt noch am C2 dran. Dann Turm schlägt C2 mit der Idee der Ablenkung funktioniert nicht, denn Turm schlägt C2 fesselt den Bauern G2. Chui, danke, du schreibst genau das, was ich hier kompliziert irgendwie darstelle, du bringst es auf den Punkt, genau. Also versucht nochmal bitte eine Lösung zu bringen nach Turm F5, König G4, H3, König H4, König H2 und dann Turm C3. Deswegen wahrscheinlich auch, damit man diese Ressource hat, besser direkt nach H4 zu gehen. Aber wenn Weiß richtig fortsetzt, gewinnt man auch da. So, dann versuche ich mal die Variante vom Torjäger zu verstehen. Da ist irgendwie eine Anfangsklammer, die nirgendwo aufhört. Das verwirrt mich schon mal. Also wir fangen einfach mal an bei Torjägers Turm C3. Dann schlägt er vor, Turm F2 zu spielen. Turm F2 droht Turm F4 matt. Und dann bringt er Springer D3. Und dann Turm F5. Und da steht aber schon einer. Außerdem würde ich dich darauf hinweisen, dass C1 Dame vielleicht auch möglich ist, weil Turm F2 nach F4 ist dann kein Matt mehr, weil C1 das Feld F4 überdeckt. Also, für alle, Turm F5, König G4, H3, König H4, König H2 lässt einziehen, aber droht matt auf G3, Turm C3 und jetzt seid ihr wieder dran mit Weiß, eine Gewinnfortsetzung zu finden. G3 matt in 1, schreibt Torjäger. Dann kommt Turm, schlägt G3. Genau, Turm steht immer noch auf C3, er zieht ein. Genau, der Torjäger, er spielt aber nicht Turm F2, Springer D3. Springer D3 würde ich außen vor lassen, ne? Sondern direkt Einzug zur Dame. Und das Feld F4 ist überdeckt. Haben wir diesmal gleich eine schwere zu Beginn? Oder wird es noch schwieriger? Ich dachte, die wäre die Startaufgabe. Gesundheit. G3 Ablenkung und dann Turm C2. Spielbar. Spielbar und wahrscheinlich gewinnst du das auch. Nach Turm schlägt H3 Schach dann noch, aber es geht noch besser. Ja, wir können ja mal die Züge hinstellen, oder? Wir versuchen ja auch immer ein bisschen Variantenberechnung im Kopf zu machen, aber okay. Ausnahmsweise Turm C3 und ihr seid dran mit Weiß. G4, der Vorschlag von Padamik oder Padamik. G4 mit der Idee Turm H5, auch eine schöne Idee, zumindest C1 Dame funktioniert nicht. Problematisch ist aber wahrscheinlich das Zwischenschlagen auf H3. Danach ist der G4 ohne Deckung und Schwarz kann einziehen. Wenn er möchte, kann er auch erst noch einen Schach auf G3 geben. Turm schlägt C2 funktioniert nicht, weil danach der G2-Bauer gefesselt ist.
Genau. Das ist das Problem. Das hatten wir auch schon. Jetzt wäre G3 matt, wenn er erlaubt wäre. Aber wir haben die richtige Lösung. Und da seht ihr den Unterschied, wenn wir eine Stellung aufs Brett stellen und wenn man es vielleicht im Kopf berechnet. Denn hier kam sehr schnell von Torjäger E5. Und genauso ist es. Nach E5 ist dieses Matt nicht mehr zu verhindern. Und der schwarze Turm ist gewissermaßen überlastet. Denn er kann nicht gleichzeitig die vierte Reihe decken und die dritte Reihe decken. Und nach E5 ist das Ganze ein schnelles Matt. Schwarz kann noch auf H3 opfern, okay, aber das ändert nichts, denn Turm E4 matt bleibt in der Luft und nach C1 Dame Turm E4 kann er die noch dazwischen stellen, aber das sind alles Züge, die uns nicht großartig interessieren müssen. Genau, E5 die Lösung und optimalerweise das Ganze natürlich im Blindflug von der Ausgangsstellung, aber trotzdem schon sehr guter Start. Ich gebe zu, die war schwieriger als gedacht. Wir machen weiter mit einer nächsten Partie. Eine relativ kurze Partie und die ganze Partie hat nur knappe 28 Züge gebraucht und er hat den großartigen Spieler Wassily Iwanchuk besiegt, hatte hier die weißen Steine und ihr dürft einmal wieder die weißen Steine übernehmen und versuchen, die bestmögliche Fortsetzung zu finden. Ja, gerade findet ja parallel immer wieder der Banter Cup statt. Ich durfte auch schon ran. Ich war, glaube ich, sogar die Erste, ne? Ja, du warst, glaube ich, die Allererste. Genau. Und ja, jetzt laufen täglich, glaube ich, so die Matches. Sind mal sehr spannend. Also schaut euch das gerne mal an. Gerade bei 3 Minuten, das ist ja nochmal was anderes als 5. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal normal bantere, werde ich fast einschlafen während der Partie. Ja. Ich muss auch sagen, das ist auch teilweise gar nicht so gut mit dem Banter Cup. Ich hatte zum Beispiel heute Morgen in meinem Referendariat eine Klausur und ja, was soll ich denn machen als Schachspieler, wenn Magnus Carlsen bantert? Ja, da kann ich ja nicht lernen. Das ist schon schwierig. Schwierige Zeiten für die Schachsüchtigen unter uns. Und ja, Jan kam extrem ins Schwitzen. Sehr, sehr schön. Wir haben die Lösung, Torjäger entdeckt hier direkt die Schwäche im schwarzen Lager, nämlich den König auf H7 und leitet über mit Springer F5, droht Dame F4 oder auch Dame H4 mit Angriff auf den H6 und das ist sehr, sehr schlecht, / gar nicht zu verteidigen für Schwarz. Deswegen hat Iwanchuk auch hier mit G schlägt F5 geantwortet. Es folgt Dame H4, genau wie Torjäger geschrieben hat, nebst dem Einschlag auf H6. Hier ist vielleicht noch interessant zu wissen, wie man hier bestmöglich fortsetzt. Aber es gewinnen hier schon sehr viele Züge, deswegen wollen wir da kein großes Drama draus machen. Turm schlägt H6, droht direkt das Matt in 2 an, droht auch das Matt in 1 an. F6 der einzige Zug und hier gewinnt dann auch schon mehr. Man könnte tatsächlich auch Dame G3 spielen, König F7, Turm H7, König E8. Und dann Dame G6 Schach mit der Drohung König D8, Dame G7 hängt der Turm und es droht ein Matt auf D7. Der schnellste Weg zum Sieg ist aber Dame H5, schneidet das Fluchtfeld ab, ein typisches Motiv, droht auch Dame G6 und nach Dame H5 hat Iwanchuk sich geschlagen gegeben. Okay, sehr gut gelöst. Kommen wir zur letzten vorbereitenden Taktikaufgabe und diesmal ein bisschen was anderes. Denn ich frage euch nicht in dieser Stellung, was das Beste wäre für Weiß, sondern ich frage euch, was Robert Hübner hier, die wird übrigens sehr jung, Igor Kowalenko kennt man heutzutage, ist ja auch ein Spieler der Neuzeit, sage ich jetzt aber, das ist tatsächlich eine Blitzpartie Ende 2016, also ab und zu nicht mehr so intensiv wie früher, aber Robert Hübner spielt wohl noch ab und zu. Und hat hier dem jungen Großmeister eine ganz schöne Lektion erteilt. Und meine Frage an euch ist, wie würdet ihr nach Läufer H3 von Schwarz an dieser Stelle, also sprich Läufer schlägt H3, wie würdet ihr hier fortsetzen? Und versucht, ob das ihr jetzt Maximale wieder, rauszuholen. Genau, präzise zu berechnen.
die Antwort an Herbert, nachträglich zur letzten Stellung, geht auch Dame F4. Ja, der müsste auch gewinnen, ist aber nicht ganz so stark, weil man nicht die direkte Drohung mit Turm H8 hat. Und auch in der Nachfolgevariante nach, wenn Schwarz genauso spielt, kann dann man ja nicht Dame nach F6 genau hast du nicht Dame H5, sondern musst dann auf die Dame G3-Variante ausweichen, die zugegebenermaßen auch gewonnen ist, aber noch ein bisschen länger dauert, weil man dabei nur einen Turm gewinnt und dann eine Figur mehr hat. Ah, und Fuchsia schreibt schon, dass Iwanschuk heute wieder eine sehr, sehr schöne taktische Partie gespielt hat. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ja, Iwanschuk ist immer ein Gewinn für jeden Zuschauer. Nicht nur auf dem Brett, sondern auch neben dem Brett. Also seine Mimik ist wirklich ohnegleichen. So, und den Anfang macht Flinsbacher mit Turm schlägt E7. König schlägt E7, ist forciert, weil König G8, Dame G7 matt ist. Dame G7 Schach, König E8, Dame schlägt H8 Schach und die Variante endet. Ein bisschen weiterführen tut das Trollfjord Paddler, der TFP. Der sagt, genau in dieser Variante, wenn der König dann rüberstiefelt, König C7, dann kommt Dame schlägt H7, König B6 beispielsweise und Dame schlägt H3 mit zwei mehr Bauern. Dem würde ich aber noch entgegenhalten, dass zumindest der E2 und B3, dass diese beiden Bauern hängen und du noch ein Stückchen Arbeit vor dir hast. Es geht noch ein bisschen besser, tatsächlich. Dafür muss man noch ein Motiv mehr sehen. Auch interessant, der Vorschlag von Padamaik, dass man auf E7 nimmt. Dann kommt Dame G7 Schach, der König geht nach D8 und dann bringt man die nächste Figur zum Mattangriff an mit Turm A1. Das Problem könnte nur sein, dass Schwarz jetzt sehr viel Zeit hat, sich zu koordinieren. Er kann jetzt schon bereits den Turm C3 und auch den Läufer H3 nach C8 stellen. Und jetzt den Turm zur Verteidigung ranziehen. Du mit deinen Pfeilen. Die sehen schon höchst professionell aus, aber wenn du noch unterschiedliche Farben verwenden würdest, würde es auch jeder verstehen. Okay. Aber mit Turm schlägt E7 habt ihr schon mal was ganz Richtiges gemacht, nämlich ihr habt mit Schlagzügen angefangen. Und seid auf einem sehr, sehr guten Dampfer. Und damit solltet ihr weitermachen. Nach Dame G7 Schach, König nach D8. Das muss er ja machen, dass er versucht abzuhauen. Und jetzt solltet ihr dementsprechend weitermachen. Mhm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt kommen die Erkenntnisse hier. Sehr gut. Und gleich werde ich das Ganze noch mit Pfeilen untermalen, denn Torjäger hat die Lösung. Denn nach Turm schlägt E7, König schlägt E7, Dame G7, König D8 ist der allerstärkste Zug, Dame schlägt F6. A, nimmt es noch einen Bauern mit und B, kann der König jetzt nicht über C7 abhauen, ohne diesen Turm auch noch mit Schach zu verlieren. Das bedeutet, wir gewinnen hier direkt die Türme. Und auf beispielsweise König D7 würde Dame G7 kommen und egal wo der König hingeht, man nimmt erst den einen, dann den anderen Turm, dann muss Läufer schlägt F1 kommen und das Endspiel ist doch noch etwas klarer als die Vorschläge, die zuvor kamen. Gut, sehr stark, das hat sich Robert Hübner also bei Läufer H3 gedacht, schon eine schöne Taktik. Hm. Es ging aber weiter mit F5 und jetzt E4 reißt das Ganze auf, Turm schlägt B3. E5, GF5 und hier dürft ihr noch ein ganz kleines Mal ran. Viel weiter ist es nicht. Was würdet ihr mit Weiß hier spielen? Ja, TFP, das ist aber auch nicht so einfach, weil man natürlich immer erst überlegt, die höherwertige Figur zu schlagen. Vor allen Dingen, wenn man direkt sieht, wie es mit Schach, Zack, Zack funktioniert. Und das gerade nach Dame schlägt F6, der König immer noch nicht wegkommt und man beide Türme mit Schach
verliert und sich nicht verteidigen kann. Schon schön, muss ich sagen. Da hat Robert Hübner dem Kovalenko echt eine schöne Lektion erteilt, ja. Und auch im Partieverlauf hat er das übrigens getan. So, der Vorschlag von Bauernwalze sieht prinzipiell auch nicht verkehrt aus. Turm auf die halboffene Linie stellen. E7 ist ja auch ein Schwachpunkt im schwarzen Lager. Vielleicht kann Schwarz denn noch irgendwie Turm B1 spielen oder so zur Entlastung, könnte ich mir vorstellen. Bisschen was abtauschen. Und bevor wir anfangen, sage ich jetzt mal, mehr Figuren reinzuholen. Du willst den Punkt E7 ins Visier nehmen. Prüfen wir doch erstmal, ob es sozusagen forciert mit den Figuren geht, die wir schon haben. Und ja, ich gebe TFP völlig recht. Das sind natürlich erschwerte Bedingungen hier, aber wenn ihr es unter den erschwerten Bedingungen schafft, dann in der Partie erst recht. Ja. So, Herbert, erstmal die Schachzüge, genau, schon mal gut. Dann wäre natürlich zu prüfen, welche Möglichkeiten Schwarz hat. So ist es. Beziehungsweise vielleicht kann man ja schon festhalten, dass Schwarz eigentlich versuchen sollte, den F5-Bauern zu decken, oder? Wenn er runtergeht mit dem König, oder dann geht ja auch Turm A8, also ich vermute... Ach so, wenn er runtergeht. Ja, genau. Ja, also deswegen ist König F6 ja eigentlich die einzige Option für Schwarz, oder? Wäre jetzt so mein... Und dann kam schon der Vorschlag Läufer F5 mit der Idee, wenn der Läufer wieder nimmt, Dame H4 und dann hätte man genug Druck auf den E7, um den in der Folge zu nehmen. Flame schließt sich auch schon an, aber... Das lässt sich noch ein bisschen verbessern, diese Variante. Denn auf Dame H4... Auch eine interessante Idee, direkt auf F5 schlagen und dann Dame G5 mit Doppelangriff quasi. Mhm. Und dann kann der Läufer einfach wieder zurückgehen. Ne? Genau, nach D7. Aber das ist das Wichtige. Lasst euch da jetzt nicht irgendwie ins Boxhorn jagen. Ihr habt die richtigen Ideen. Jetzt geht es nur um die Feinheiten. In welcher Zugreihenfolge spiele ich es am besten? Aber Mischung aus Schachgeboten auf F5 nehmen und den E7 kassieren, da seid ihr völlig auf dem richtigen Dampfer. Und jetzt hat Torjäger das Ganze auch in die richtige Reihenfolge gebracht. Genau. Dame H5, König F6 muss kommen, sonst folgt einfach Läufer schlägt F5 mit Überlastung auf D7 noch ein Bauer weg. Also König F6. Und jetzt zuerst Dame H4 Schach. Denn hier muss der König auf F7 nach F7 gehen, um den E7 gedeckt zu halten. Und wenn wir zunächst einmal auf F5 schlagen, dann könnte hier direkt König G6 kommen und Schwarz sagt sich, ich habe ja schon eine Figur mehr, ich brauche den Bauern nicht. Deswegen die bessere Reihenfolge Dame H4, König F7 und jetzt auf F5 schlagen. Ja, nach Läufer schlägt F5, reicht es völlig zu sehen, dass nach König G6 Dame G7 König H5, dieser Turm auf H8 verloren geht. Bauer. Denn in der Folge kann man hier immer, wenn Schwarz noch versucht, unangenehm zu werden, kann man auf H7 schlagen. Und so kam es auch in den Folgezügen. Turm B1, Turm schlägt H7 und Schwarz hat sehr bald aufgegeben. Okay, sehr gut. Ich glaube, jetzt sind wir alle aufgewärmt. Warm. Ja, warm im Kopf. Genau, sodass wir uns jetzt einer vollständigen Partie widmen können. Und zwar einer Partie gegen Ljubojevic, auch ein sehr starker Spieler mit über 2,6, was damals ja wirklich eine beachtliche Zahl war. Es ist heutzutage natürlich auch noch, aber heute würde man nicht unbedingt sagen, dass man mit 2,6 zur Weltspitze gehört, sondern eher zur sehr erweiterten Weltspitze, aber damals war man das auf jeden Fall. Und los ging es hier mit C4. Nimm dir mal die Tastatur. Ja, genau. E5, Springer C3, also hier so ein Englisch-Aufbau und Schwarz attackiert hier gleich den C4-Bauern.
der aber noch einen Moment stehen gelassen wird, nämlich wird Läufer G2 befragt, weiß erstmal den Schwarzen, wie er die Drohung Läufer schlägt B7 pariert. Und hier gibt es prinzipiell zwei Züge, die ins Auge stechen, einmal Springer C6 und einmal C6. In der Partie kam der Bauer nach C6. Der Nachteil von Springer C6 ist, dass man das Feld D5 nicht kontrolliert, sodass Weiß immer die Möglichkeit hat, Springer D5 zu spielen und dann anschließend hier mit B4, B5 ziemlich schnell Druck am Damenflügel zu machen. Eine andere Option, die der Computer hier vorschlägt, besteht in Springer F3. Fand ich sehr interessant, weil man hier den Bauern einfach stehen lässt und dann aber davon profitiert, dass man im Zentrum sehr, sehr schnell ist und die schwarzen Figuren, insbesondere der Läufer auf C4, jetzt auch nicht so gut koordiniert ist, beziehungsweise halt leicht angreifbar ist. Und deswegen hat Weiß hier schon ganz guten Vorteil, weil man eben mit Tempo hier sehr viel erreichen kann. Gut, aber da wollen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber das vielleicht auch eine Begründung, warum hier C6 in der Partie kam. So, jetzt wird der Bauer gedeckt und Schwarz hat sich hier für den Aufbau mit F5 entschieden. Alternativ kann man natürlich auch den Springer nach F6 stellen. Das sieht meistens etwas solider, harmonischer aus, aber ist natürlich auch nicht ganz so aktiv, sage ich mal. F5 direkt nach vorne hat aber zum Nachteil, dass die Bauern und auch insbesondere die Felder natürlich auch sehr schnell mal schwach werden können, wie wir auch in der Partie sehen werden. So, Robert hat hier mit F4 direkt gegengehalten. Das ist ein Zug, der interessanterweise erst zweimal gespielt wurde. Davon einmal von Hübner persönlich und danach nicht nochmal, obwohl die Computer, also ich habe es jetzt nicht so tief analysiert, wie Robert das tun würde, aber die eigentlich von dem Zug sehr angetan sind. Deswegen hat es mich etwas erstaunt, dass es nicht noch mehr Nachahmer gefunden hat. Okay, Springer F6, Schwarz entwickelt sich weiter, Weiß ebenso und jetzt hängt der Bauer hier auf E5, den man aus schwarzer Sicht decken sollte. Denn alle Alternativen, das wären einmal Schlagen auf F4 oder auch vorbeiziehen nach E4, sind hier nicht zu empfehlen. Ich denke, E schlägt F, das ist selbsterklärend, dass man Weiß hier nicht zur Entwicklung verhelfen möchte. Der Läufer steht hier sehr gut. Weiß hat hier direkt noch zusätzliche Felder für die Leichtfiguren und auch für die Bauern gewonnen und hat hier eine komfortable Stellung. Und auch E4 ist hier nicht zu empfehlen, weil das auch wieder ein Feld aufgibt, nämlich das D4-Feld, wo Weiß sich gleich positionieren kann. Und jetzt hat Schwarz hier ein kleines Problemchen mit seinem Läufer und dem F5-Bauer. Man möchte nämlich den F5-Bauern natürlich nicht verlieren, aber eigentlich auch den weißfädrigen Läufer nicht geben. Und wenn man jetzt versucht, hier beides zu decken, dann muss Weiß auch noch nicht mal auf E6 sich das Läuferpaar nehmen, sondern kann beispielsweise auch mit DE nebst Springer schlägt E4 hier einfach einen Bauern rausschlagen. Schwarz kann zwar auch auf C4 nehmen, aber nach Rochade müssen wir nur einmal auf die Stellung gucken und Weiß steht so dominant hier. Also der schwarze König ist noch total schwach, steht noch in der Mitte, der hat vielleicht Hoffnung, dass er irgendwann kurz rochieren kann, aber dann ist auch H7 wieder schwach und ich glaube, hier sind wir uns einig, dass Weiß sehr, sehr gut steht. Zumal auch immer dann noch damit C2 droht und so. Wir begrüßen auch erstmal Armin, der heute früher als sonst gekommen ist. Du hast nur die Taktik zu Beginn verpasst, also schön, dass du dabei bist. Mein Blitzmatch ist wahrscheinlich am Freitag, mein Bantercup-Blitzmatch. Die Frage gerade aufkam, aber wahrscheinlich werde ich morgen ein kleines Warm-Up-Match gegen Ilja spielen. Wohl so gegen 19:30, aber das steht noch nicht zu 100% fest. Aber ich habe noch nie ein Match gespielt, deswegen vielleicht morgen das Warm-Up. Und eine interessante Anmerkung noch von Easy, dass Johnny gegen F5 empfiehlt, mit E3 nebst F4 zu spielen. Auch das ist natürlich interessant. Man sollte hier genau gucken, wie Schwarz sich aufbaut, weil der moderne Aufbau ist tatsächlich mit Springer C6 und Läufer C5 und F5.
an manchen Stellen. Und da bietet sich E3 noch mehr an. Also das sind immer so Feinheiten, wie Schwarz sich aufbaut, wie man dann am besten macht. Aber das ist das Schöne eigentlich, finde ich persönlich, an Englisch. Man kann nicht so viel falsch machen, weil alles geht irgendwie. Man sollte es nur, man sollte nur einen Plan verfolgen. Das nicht zu bunt mischen, aber ansonsten kann man sehr viel spielen. Ja, Johnny stellt ja auch Springer C3 noch zurück. Genau. Bis klar ist, ob Schwarz D5 schaffen wird oder nicht. Mhm. Okay, dann gehen wir nochmal hier in unsere Stellung rein. So weit waren wir schon. Und hier hatte ich gerade gesagt, dass Schwarz den Bauern decken muss, weil die Optionen EF und E4 beide nicht zu empfehlen sind. Deswegen hier Springer B nach D7. Rochade. Und jetzt droht Weiß schon unangenehme Sachen. Wenn Schwarz jetzt sich hier ganz normal weiterentwickeln würde mit Läufer E7, kann Weiß ja auf E5 schlagen und egal wie Schwarz wieder nimmt, also zum Beispiel mit dem Springer, dann würde wieder hier Springer D4 kommen und wir sehen das, was wir gerade schon einmal in der Nebenvariante hatten, damit die Simon, jetzt kann man hier den Druck sogar noch verstärken auf den F5-Bauern, also das ist ganz schlecht für Schwarz. G6, Springer E6, Dame E6, E4 beispielsweise, ja. Fliegt oder schon auseinander. Oder direkt E4 vielleicht, oder? Ja, also... Da wird Schwarz nicht mehr froh, aber auch nach D schlägt E, kommt jetzt hier Springer G5 mit einer ähnlichen Idee. Der Läufer E6 ist angegriffen und der kann nicht ziehen, weil sonst der F5 verlustig geht. Das heißt, da muss man den einmal decken, aber auch dann hängt der natürlich, also Weiß könnte den direkt schlagen, aber sogar noch etwas besser ist es hier erstmal Läufer H3 zu spielen, weil Schwarz kann nicht verhindern, dass der verloren geht. Auch hier ist wieder, wenn G6 kommt oder so, kann man mit E4 noch verstärken wegen der Fesselung und hier fliegt dann alles auseinander. Das genau. Ist im normalen Zug wie Läufer E7 schon, ne? Ja, deswegen muss Schwarz hier schon gut aufpassen und deswegen ist auch nachvollziehbar, dass er hier mit G6 fortgesetzt hat. Zum einen, um den F5-Bauern nochmal zu stützen, zum anderen vielleicht auch, um seinen Läufer dann nach G7 zu entwickeln. Aber wir haben hier eine Stellung mit dem schwarzen König in der Mitte. Und dazu hatten wir ja schon mehrere Lektionen in der Lernstunde und haben das Thema natürlich auch immer wieder aufgegriffen. Und bei euch sollte dann schon so ein bisschen die taktische Lampe aufblinken, dass man natürlich nicht auf Krampf, aber wenn es sich anbietet, das auf jeden Fall ausnutzen sollte. Und Hübner hat hier einen guten Weg gefunden. Er hat erstmal mit Springer G5 den Läufer zurückgedrängt nach G8 und jetzt... Ach, sehr schön im Chat, genau so. Oh ja, ist es. Öffnen, sehr, öffnen. Sehr gut. Und E4 ist die richtige Idee, easy, Springer G5 zwingt nur erst den Läufer noch einmal zurück und sorgt dafür, dass man auch mit dem Springer wieder nehmen kann, ohne dass der C4 direkt verloren geht. Deswegen erst Springer G5 eingeschoben und dann E4. Ja, genau, Flinsbacher, das war auch ein Thema in den Lernzielen, weil Hübner das hier mit E4 und ihr auch mit E4 schon sehr, sehr gut ausgenutzt hat. Und das ist so die erste Schlüsselposition, wo ihr hoffentlich dann auch ein bisschen was draus mitnehmt, nämlich hier die Stellung zu öffnen mit E4. So, für Schwarz ist es jetzt gar nicht einfach, weil der F5 hängt wieder, also indem man irgendwann auf E5 und dann auf F5 nimmt. Deswegen bleibt hier eigentlich nur H6 als Option für Schwarz, was zwar den weißen Springer zurückdrängt, aber Schwarz kommt jetzt überhaupt nicht schnell zur Rochade, weil halt die Figuren dazwischen stehen. H6 ist ja auch eine Schwächung, denn jetzt ist der G6-Bauer schwach. Also das war auch eine bewusste Provokation, wenn man so möchte, oder eine bewusste Schwächung der schwarzen Königsstellung. Und es droht jetzt direkt auch Springer H4, direkt damit zusammenhängt. Das werden wir gleich einen sehr, sehr wichtigen Einschub sehen, weil einige werden sich schon gefragt haben, okay, wo ist der Unterschied, wenn ich E4 sofort spiele, denn nach Springer G5, Läufer G8, E4 kann ja H6 kommen, dann muss der Springer wieder nach F3. Aber diesen Unterschied hast du schon angedeutet und wir gucken uns einmal den Vorschlag von Torjäger noch an, der hier vorschlägt, vielleicht direkt auf F5 zu nehmen, sehr brutal, mit der Idee auf H schlägt G5, F schlägt G5 zu spielen. Mhm. Und
Ja, sieht auf jeden Fall schon ein bisschen beängstigend aus für Schwarz. Geben aber die Stellung auch einmal in den Chat ab. Was würdet ihr denn sagen, wie ist die Stellung einzuschätzen? Erstmal Material zählen. Also, Schwarz hat eine Figur für zwei Bauern. Vielleicht bald drei Bauern, wenn man den G6 denn haben möchte. Was nicht so klar ist. Ja, ich denke, die Möglichkeiten für Schwarz hier sind auch relativ begrenzt. Springer H5 oder Springer H7 sollten es schon sein. Ich habe auch gerade über Dame E7 nachgedacht, ehrlich gesagt. Einfach nur mal, um das anzurechnen. Weil ich möchte natürlich gerne meinen König irgendwie wegbewegen. Ich habe nur kurz gerechnet, ob es irgendwie Sinn macht. Dame E7, G schlägt F, Dame H7. Weiß nicht, was Weiß macht, H3 oder so, Springer schlägt F6, keine Ahnung. Also sollte gut für Weiß sein, gehe ich von aus, weil man dann ja... Das denke ich auch, ja, ich denke, Schwarz mehr sollte weniger schon hat, aber sein Material behalten. Ich stimme da auch TFP zu. Springer H5 sieht recht solide aus, kann bei Bedarf nach G7 zurückfallen und Weiß hat jetzt schon eine, würde sagen, schwierige Entscheidung zu treffen, ob er den G6 wirklich haben will. Weil das verändert seine Bauernstruktur nachhaltig. Er hat jetzt einen Trippelbauern für eine Figur. Und wenn er gleich keinen Nachschub hat, dann wird das wahrscheinlich böse enden für ihn. Nach zum Beispiel Dame B7 oder Dame B6 Schach. Warte mal, oh, dann droht auch Springer schlägt G3. Ja, hier müsste man schon kryptisch irgendwie sowas wie Turm F2 spielen. Ja, dann kann Schwarz direkt lang rochieren, wenn er möchte. Oder könnte sich auch noch Zeit lassen. Also ich glaube, die Stellung sieht gar nicht mal so gut aus für Weiß. Ja, also bei sowas muss man vorsichtig sein, deswegen würde ich mich Chewy anschließend auch sagen, F6, sowas müsste es schon sein. Aber jetzt hat man auch keinen Angriff mehr, ne? Ja, ich wäre hier schon sehr vorsichtig, weil natürlich hast du recht, dass also das G4 diesen Springer schon droht, bald mal vielleicht zu nehmen, aber damit okay, B6... Man hat doch immer Springer F4. Ist auch hier lästig, genau, Turm F2, sowas wie lange auch gerade, oder auch Läufer E6 sieht stark aus. Und auf G4 muss man immer Springer F4 sich anschauen, auch wenn man diesen Bauern verliert, beispielsweise sagen wir jetzt einfach mal D4, dann im nächsten kriegt man diesen irgendwann. Die Bauern sind nicht so stark, die man hat. Man Weil hat im Prinzip nicht nach vorne kommen, ne? Genau, eine immobile Masse und wenn Schwarz seine Figuren hier zur Geltung bringt, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. D4 ist natürlich auch schon Quatsch, weil der C4 hängt. Wenn man D4 nicht macht, dann kann es auch schnell Probleme mit D5 Läufer C5 geben. Also, ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz uninteressant ist, dieses Opfer zu spielen. Denke aber, dass man riskiert, auch schnell schlechter zu stehen und dass man das in der Stellung nicht nötig hat. Okay, nach Springer F3 hat man ja auch Drohungen und du wirst gleich noch in den Genuss einer ähnlichen Variante kommen. Aber halt ein bisschen später. Also, es kam Springer F3 mit der Idee Springer H4, der jetzt auch hier eingeschoben wurde. Das ist auch ein wichtiger Zwischenzug. Jetzt sehen wir den... Oh, Entschuldigung. Ja, nee. Nein, nur den Unterschied, warum es so wichtig ist, dass Schwarz gezwungen wurde, H6 zu spielen. Denn jetzt greifen wir den G6 direkt a Tempo an. Und ja, Schwarz kommt nicht bequem mit D schlägt E4, Läufer schlägt C4 oder so raus. Genau. Sondern muss den G6-Bauern erstmal decken, hier mit Läufer F7. Und jetzt können wir natürlich gut hier wieder schlagen, weil man jetzt auch mit dem Läufer wieder nehmen kann und den C4 nicht verliert. D schlägt E ist hingegen nicht so gut, weil Schwarz jetzt tatsächlich es sich leisten kann, auf C4 zu schlagen, auch wenn er den G6-Bauern verliert. Aber das Gemeine ist, dass Schwarz jetzt hier wieder dieses Schach auf der Diagonale als Zwischenzug hat und nach König H1, also auf Turm F2 kommt jetzt auch noch Springer G4 zu einem Übel und nach König H1 schlägt man auf F1 und jetzt kann man nämlich dann mit Schach auf G2 schlagen. Mhm. Und die Stellung ist zwar jetzt nicht gewonnen für Schwarz, weil Weiß durchaus hier auf jeden Fall Gegenspiel hat, aber hier hat sich das Blatt schon gewendet und Weiß muss eher kämpfen, dass er hier noch Gegenspiel erzeugt. Deswegen muss man hier natürlich schon aufpassen, wie man wieder schlägt. Aber mit dem Springer ist das eben alles kein Problem, weil man jetzt halt mit dem Läufer wieder schlagen könnte. So, in der Partie kam jetzt Läufer E7.
Es ist ja aber auch gar nicht so einfach für Schwarz gute Züge zu finden. Also man muss natürlich einmal berechnen, was passiert denn, wenn Schwarz auf F4 schlägt, auch wenn das intuitiv total falsch aussieht, finde ich. Aber natürlich muss man trotzdem immer die konkreten Varianten berechnen, denn mit G5 hängen immerhin zwei weiße Leichtfiguren. Aber hier, ich glaube, da wärt ihr auch sehr, sehr schnell drauf gekommen, kann man mit Schach auf D6 nehmen, jetzt mit dem Läufer zurückschlagen. Jetzt hängt erstmal nur noch eine Figur und die kann Schwarz aber nicht nehmen, weil hier auf der E-Linie verheerende Sachen drohen. Und auch wenn Schwarz hier dieses Schach noch einschiebt, kann er hier zwar entfliehen, aber dann kommt die Dame hier rein, schlägt den F7 und man bekommt mindestens die Figur zurück, die man hier auf H4 verlieren würde. Also das ist einfach keine Option für Schwarz. Ja, das ist ein perfektes Beispiel gerade auf dem Brett für König in der Mitte. Genau, dass das halt meistens verheerend ist, wenn man dann auch noch Züge investiert, um irgendwo Material zu gewinnen. Meistens reicht es nicht. Gut, Springer schlägt E4, Läufer E7 kam. Auch schon mit der Idee, hier vielleicht mal dann doch auf E4 zu schlagen, den Springer auf H4 dann zu beseitigen, der ja doch auch hier recht unangenehm ist. Aber Weiß hat sich davon nicht beirren lassen, sondern hat hier mit Dame E2 einfach die Entwicklung fortgesetzt. Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit für Schwarz. Kurze Rochade funktioniert immer nicht, weil am Ende der H6 hängt. Also könnt ihr sehen hier mit dem Läufer, also Weiß muss nur irgendwann mal in einem günstigen Moment auf E5 schlagen. Deswegen kann Schwarz nicht kurz rochieren und auch die lange Rochade wird Schwarz hier erschwert, weil wenn er irgendwie, ich glaube konkret geht das taktisch gar nicht mit Dame C7 oder so, aber Weiß hat auch immer noch als Entwicklungszug Läufer E3, der sich dann hier gegen den A7-Punkt richtet. Und es ist super schwierig hier für Schwarz, sich irgendwie zu entknoten. Deswegen hat er sich dazu entschieden, hier auf E4 zu schlagen und jetzt auf H4 zu nehmen, um eben die weißen angreifenden Figuren ja, zu beseitigen. Ja, und jetzt ist nochmal, wessen Vorschlag war das vorhin? Herbert? Ich glaube, das war Torjäger. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, mit dem Figurenopfer. Jetzt ist nochmal dein Einsatz gefragt. Hier geht es nochmal überzeugender für Weiß. Vielleicht kurz, während ihr diese Stellung schon mal im Kopf berechnet, einmal hier noch die Anmerkung, dass so Züge wie Springer C5 oder auch Springer F6 hier für Schwarz nichts bringen, weil Weiß geht einfach zurück mit der Dame nach E2 und danach ist E5 dann wieder ein schwacher Punkt. Also man kann zwar erstmal ein Tempo gewinnen irgendwie, aber der Springer steht auf F6 oder auch auf C5 nicht besser als auf D7, weil dann danach eben E5 schwach ist. Das vielleicht nur hier als kleine Anmerkung noch zu der Stellung. Okay, genau. Auf Läufer schlägt H4. Torjäger, du sagst es, kann man auf E5 nehmen. Vielleicht können wir ja mal so ein paar Varianten zusammentragen. Genau, du schreibst auch schon die erste. Also nach F schlägt E5. D schlägt... Achso, nach Läufer E7 kommt E schlägt D6 und der Läufer ist gefesselt. Da geht es aber noch einen kleinen Moment weiter. Aber ist schon der richtige Ansatz auf jeden Fall. Und nach Springer schlägt E5 D4 mit der Idee, den Springer zu fesseln. Ja, ich glaube, da kann man tatsächlich auch einfach den Läufer auf H4 schlagen erstmal. Mit der Idee dann, dass anschließend D4 und alles Mögliche droht und Weiß ja dann auch gar nichts mehr weniger hat. An der Stelle König F8 klappt auch nicht, weil dann E6 brachial durchgedrückt werden könnte. Und sowas wie Springer F6 hilft dann auch nicht mehr, weil mit Dame H6 dann hängt der F6, der F7. Aber ich glaube auch, der Vorschlag mit König F8 war ein bisschen früher angedacht, den König endlich mal aus der Mitte zu bekommen. Aber Flitzbacher sagt selbst, vom Regen in die Traufe, das war nix. Der kommt dann nicht so gut weg mit König F8.
Ja, also ich glaube, ihr habt so die Idee dahinter natürlich gesehen. Es gibt schon ein bisschen was zu berechnen, weil die eine oder andere Variante ist hier doch nicht ganz so schnell vorbei. Wir schauen uns erstmal an, was passiert, wenn Schwarz versucht, seinen Läufer zu retten. Also in der Partie Kampf D schlägt E5, das schauen wir dann natürlich noch weiter an. Aber hier gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, den Läufer nicht jetzt im nächsten Zug zu verlieren. Und zwar zum einen Läufer G5 und zum anderen Läufer E7. Schauen wir mal zuerst Läufer G5 an. Hier kann Weiß dann mit Schach auf D6 schlagen, König F8 und hat jetzt den simplen Zug Läufer schlägt G5 mit der Idee, dass egal wie Schwarz wieder nimmt, die Dame hier auf die weißen Felder eindringt. Also nach Dame schlägt G5 sieht erstmal, finde ich, logisch aus, weil der G6-Bauer gedeckt wird. Kommt aber hier Dame E6, also man nutzt wieder die Fesselung aus, greift quasi Läufer und Springer parallel an. Und wenn Schwarz jetzt hier Springer E5 spielt, kommt einfach Turm A nach E1. Jetzt könnte man natürlich meinen, ach, was ist denn jetzt mit Turm E8? Deckt doch alles, greift auch noch die Dame an. Wo soll die Dame überhaupt hingehen? Sieht doch super aus. Aber nein, da kommt ihr ganz schnell drauf, deswegen zeige ich es. Turm schlägt F7, weil der Springer ja quasi gefesselt ist, wenn man so möchte. Aber das ist schon eine Variante, die schon ein bisschen ein paar Züge beinhaltet. Und man muss hier zum Beispiel sehen, dass Turm E1 hier einfach so eine gewaltige Drohung aufstellt, dass Schwarz nicht verhindern kann, hier Material zu verlieren. Und man sollte auch noch sehen, dass nach Läufer schlägt G5, H schlägt G5, Dame schlägt G6 aus einem ähnlichen Grunde tödlich ist. Auch jetzt geht wieder Springer E5, deckt einmal den Läufer und greift parallel die Dame an. Aber nach Dame F5 hängt wieder der Springer auf E5. Wenn der gedeckt wird, mit Dame schlägt D6. Der muss aber den F7 decken, genau. Also kann er nicht ziehen. Genau, Dame schlägt D6. Und jetzt wieder Turm E1. Und auch hier ist wieder das gleiche Spiel. Schwarz kann den Springer nicht decken, weil nach Turm E8 kann man natürlich trotzdem nehmen, weil eben diese Deckungsfunktion das Wichtige des Turms ist. Des Springers. Genau, also nicht ganz ohne die Varianten, aber unser taktisches Gespür hat uns da sicherlich richtig. Wenn du noch einmal vormachen könntest, Läufer G5. Hier kam nämlich auch noch die Frage auf, ob E6 denn vielleicht auch ein guter Zug wäre. Ja, ich glaube, der funktioniert auch. Gewinnt, glaube ich, nicht so viel halt einfach, aber ich denke, es reicht auch aus, um halt eine gute Stellung zu bekommen. Ja. Vermutlich ist jetzt einfach erster Gedanke. E schlägt D6 ist halt vorrangig in unserer Berechnung, weil es forcierter ist. E6 wäre jetzt mein erster Gedanke, wenn Schwarz sich nicht direkt befreien kann, was sehr schwierig ist, würde ich sagen, sowas vielleicht wie Dame B6, gefolgt von einer schnellen langen Rochade. Klar, dieser Bauer auf F7 ist natürlich schön und Weiß steht sicherlich extrem gut, aber dann ist es doch nur ein Bauer und das muss man noch verwerten. Die andere Stellung wenn hat dann vielleicht Schwarz noch mehr sehr mutig versprochen. Ist, kann er den P2 auch schlagen. Ich weiß nicht, das könnte auch Selbstmord sein. Ne? Aber nehmen und nehmen, dann hat man nichts mehr. Ja. Ja. Ja, also das andere ist einfach forcierter, ne? Aber ja. Und ihr könnt euch schlechter verrechnen, weil auf E6 hat Schwarz natürlich eine Vielzahl von möglichen Zügen zur Verfügung und auf Schachgebote hat er nach den Regeln umgehend zu reagieren. Auf D7 muss man nicht wieder schlagen, glaube ich. Ne? Achso, wegen First der Frage. Knight. Hier Dame B6, auch gerade. Wenn jetzt E schlägt, D7 kommt. Achso, den sollte man schon nehmen, weil sonst ist der F7. Achso, oh ja, richtig. Dann Läufer H3, aber ich weiß gar nicht, ob es so... Na gut, man hat... Als schwarzer Mann verliert ja noch den schwarzfeldrigen Läufer. Ne? Es sieht schon sehr das stark aus. Es sieht schon sehr stark aus. Also vielleicht ist lange Rochade und Dame ja, B6 vielleicht ist das nicht die doch nicht Option. Das beste Vorgehen. Naja, aber wir auch halten sowas einfach wie mal Springer fest, F6 finde ich jetzt nicht ganz. An einem schlechten Tag überlebt man das. Wenn man jetzt nicht nimmt, dann. Fängst du wieder mit deinen schlechten und guten Tagen an. Präzise Berechnung, mein Freund. Und ja, präzise Berechnung. Okay, dann machen wir präzise Berechnung. E schlägt F7, König F7. Und
ihr müsst nachlegen mit Weiß, weil sonst mache ich gleich so einen Zug wie Dame E7 oder ja, Dame D7 zum A8, König G7 und Weiß hat nichts mehr, ne? Also. Ja. Boah, boah. Da würde ich, ich gebe euch recht, E6 ist ein absoluter Kandidat, aber wenn E schlägt D6 so forciert zum Gewinn führt, dann würde ich den bevorzugen. Gut, Läufer G5 war die eine Option, den Läufer zu retten, Läufer E7 die andere. Und da hattet ihr schon als Vorschlag E schlägt D6 genannt, hier aber schon abgebrochen. Ein bisschen geht es hier aber noch weiter, denn Schwarz kann noch Springer C5 versuchen, in der Hoffnung, dass Weiß jetzt irgendwie mit der Dame auf E7 schlägt und dann... Ja, kann Schwarz auch wieder nehmen und hat am Ende, glaube ich, nur einen Bauern weniger. Vielleicht kann er auch auf D3 nehmen und kriegt den E7 vielleicht noch. Also das wäre wünschenswert für Schwarz. Aber man kann natürlich auch mit dem Bauern auf E7 nehmen. Und jetzt würde man mit Schach auf D8 noch schlagen und hätte, wenn Schwarz auf E4 nimmt, dann tatsächlich eine Figur mehr. Deswegen geht es nicht. Und nach Dame schlägt E7 hat man... verschiedenste Optionen. Also damit D4 war, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Aber auch das plumpe Schlagen, gefolgt von B3, ist irgendwie tödlich für Schwarz. Also Computer gibt hier schon irgendwie plus 5 oder so an, obwohl man nur, sag ich mal, einen Bauern weniger hat. Aber die Drohungen hier mit Läufer A3, dann der F7 hängt ja irgendwie in der Luft. Einer nach vorne reicht, aber sind hier einfach zu verheerend und Schwarz verliert hier noch forciert weiteres Material. Genau, also das funktioniert schon mal nicht. Deswegen natürlich verständlich, dass die Partiefortsetzung D schlägt E5 kam. Und hier kann man jetzt aber natürlich die Chance nutzen und die Figur zurückschlagen. Jetzt hat man aus weißer Sicht gar nichts weniger und natürlich immer noch die Trümpfe, die man vorher schon hatte. Also der König steht noch offen und in der Mitte. Die Felder sind irgendwie schwach und jetzt hat man halt auch noch das Läuferpaar. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass das hier eine komfortable Stellung für Weiß ist. Aber nach Dame E7 ist natürlich trotzdem die Frage, wie geht es weiter? Denn Schwarz braucht nicht mehr viel, um lang oder vielleicht auch kurz zu rochieren, je nachdem, wie die nächsten weißen Züge sind. Und jetzt geht es nämlich darum, den Vorteil auch zu verwerten. Also hier keine Luft reinzulassen, Schwarz nicht zum Aufatmen kommen zu lassen. Deswegen die Frage an euch, wie könnte Weiß denn hier jetzt noch seine Stellung weiter verstärken bzw. verhindern, dass Schwarz sich befreien kann. Und wir begrüßen auch den Siffmeister. Und einmal an den Olaf noch, weil er danach gefragt hatte. Läufer G5. Wir beide wissen, von welcher Stellung wir sprechen. H schlägt G5, Turm schlägt F6. Mit der Idee auf Dame schlägt F6, Turm F1 zu spielen. Da sind wir noch in unserer E6-Variante und meinem letzten versucht, die schwarze Stellung zu retten mit Springer F6, EF7, König F7. Ich glaube, Olaf, du solltest dir insbesondere König schlägt F6 aus schwarzer Sicht anschauen. Und wenn du Pech hast, stehst du dann schon schlechter mit Weiß. Direktes Turm F1, König G7. Der König sollte meiner Meinung nach in Sicherheit kommen, wahrscheinlich. Direktes Dame D4 sieht auch stark aus, aber dann König F7, Turm F1, König G8. Und auch hier sehe ich nicht direkt, wie man durchdringt mit Weiß. Sieht gut aus, zugegeben, aber wenn du Pech hast, stehst du da vielleicht schon schlechter mit Weiß. Wir können direkt hier in der Stellung weitermachen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass hier erstmal verschiedene andere Zugvorschläge kommen, aber ihr seid direkt auf dem richtigen Dampfer und habt beide Bauernwalze und auch Torjäger B4 vorgeschlagen und dafür ziehe ich wirklich meinen Hut, weil das wäre nicht der erste Zug, der mir in den Sinn kommt. Aber es ist tatsächlich der beste hier. Aus verschiedensten Gründen. Also ein paar davon habt ihr schon genannt, nämlich, dass man sowohl gegen kurze als auch gegen lange Rochade vorbereitet ist. Ne? Also wenn Schwarz jetzt hier lang rochiert, kommt B5, habt ihr schon gesagt, und man greift direkt weiter an. Eine kleine Variante sollte man hier noch sehen, nämlich, dass nach Springer C5 Turm schlägt F7 funktioniert.
mit der Begründung, dass man nach Dame schlägt F7 Läufer H3 dieses lästige Zwischenschach hat. Und ja, entweder wenn der Springer dazwischen geht, hat man immer B schlägt C6 und das ist tödlich für Schwarz. Oder wenn der König weggeht, kann man eben mit Schach auf E5 schlagen und bekommt dann den Springer auf C5 zurück. Also was heißt zurück, aber man hat dann halt zwei starke Läufer für einen Turm und steht auf Gewinn. Aber vielleicht, um das nochmal ein klein wenig zu entschärfen, B5 ist der Knallerzug, der hier wegen Springer C5, Turm F7 funktioniert. Aber selbst wenn ihr diese Stellung berechnet und sagt, naja, Läufer E3 im nächsten B5, auch dann ist B4 ein sehr starker Zug. Also man muss nicht alles bis zum Ende sehen hier mit Turm F7, aber wir berechnen natürlich in der Praxis B5 zuerst, weil bevor wir überlegen, wie bereite ich was vor, prüfen wir zunächst sorgfältig, kann ich es auch so spielen. Ja, und ihr habt natürlich recht, kurze Rochade geht sowieso nicht. Läufer H6 und ja, da fliegt alles richtig auseinander. Kurz berechnen sollte man natürlich noch, was passiert, wenn Schwarz den B4-Bauern schlägt. Mhm. Da gibt es auch wieder verschiedene Optionen. Läufer H3 ist am überzeugendsten, weil jetzt ist die Dame so weit weg vom Schuss, also Schwarz kann nicht mehr rochieren, weil der F7 immer hängt. Und jetzt drohen hier noch Gemeinheiten und die Diagonale ist aufgegangen. Also Schwarz kann hier nicht alle Drohungen parieren. Na schon, allein Läufer D7, Turm F7 ist schwer zu verhindern. Ja. Deswegen wäre B4 hier ein sehr, sehr starker Zug gewesen, den Hübner nicht gespielt hat. Wir sehen auch gleich noch eine Begründung, warum B4 so gut ist. Das sehen wir aber anhand der Partiefortsetzung. Ich finde das schon schön, dass unser Chat hier diesen hochgradig positionellen Zug, ja, der natürlich auch taktische Elemente beinhaltet, hier nach einer halben Minute ja, haut ihr hier B4 raus, was ein Hübner in der Partie nicht gefunden hat. Das ist schon... Ja. Ja, der Hut geht ab. Nicht schlecht, wirklich. Genau, in der Partie kam Läufer E3, ein Zug, der sehr natürlich ausschaut, also richtet sich auch irgendwie gegen lange Rochade, weil der Punkt A7 jetzt immer schwach ist. Das Problem von Läufer E3 ist, dass Schwarz hier konkrete Maßnahmen hat. Er kann nämlich mit Springer C5 die Dame angreifen und auch die Diagonale verstellen. Also Weiß bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig, als den Springer zu schlagen, weil wenn die Dame zieht, ach so, direkt lange Rochade geht vielleicht gar nicht, weil der F7 hängt. Aber vielleicht kann Schwarz dann noch Läufer E6 einstreuen. Und dann muss Weiß auch aufpassen, weil er auch schnell schlechter stehen kann. Weil wir müssen uns nur mal vorstellen, wenn Schwarz es schafft, ich weiß nicht, ob Läufer E6 hier, könnte ich mir aber vorstellen, dass das ein guter Zug ist, Läufer E6, und wenn das dann schafft, lang zu rochieren, dann ist plötzlich Der Bauer schwach, die F-Linie ist halb offen und die Läufer sind hier noch nicht so stark, als dass es direkt gefährlich wird für Schwarz. Mhm. Deswegen hat sich Robert hier dazu entschieden, sein Läuferpaar aufzugeben und jetzt noch kurz davon zu profitieren, dass der F7 nicht weiter gedeckt ist und deswegen Schwarz nicht lange rochieren kann. Aber Schwarz hat hier jetzt dann doch die kurze Rochade, weil eben dieser schwarzfädrige Läufer abgetauscht wurde. Steht Weiß hier schon auf Gewinnen, die Frage von Armin. Machen wir es kurz. Nach B4 könnte man eigentlich sagen, dass Weiß auf Gewinn gestanden hätte. Nach Läufer E3, dann Springer C5. Die Stellung ist besser für Weiß, aber noch Arbeit. Also genau. In der klassischen Bezeichnung würde man sagen, Weiß plus, steht minus besser. Deutlich besser, würde ich sogar schon fast sagen, oder? Ist das das Gleiche wie besser? Nee, ist nicht das Besser. Deutlich besser ist so der Übergang zwischen plus, minus übereinander und plus, minus nebeneinander. Nee, deutlich besser ist der Übergang zwischen leicht besser und auf Gewinn stehen. Also deutlich besser ist für mich plus, minus übereinander. Es gibt plus gleich, das ist leicht besser, es gibt deutlich besser, es gibt... Oh, da lerne ich mal noch was. Ja, also die Engine differenziert da so Ich rede aber jetzt nicht von der Engine.
Aber so, Entschuldigung, so lernt meine Generation das halt. Deine Generation? Deine eigentlich auch. Du bist 6 Wochen jünger als ich. Ja, die junge Generation halt. Ah. Okay, aber wir sind uns einig, es ist eine angenehme Stellung für Weiß. Es ist aber auch klar, dass Schwarz hier berechtigte Hoffnung hat, vielleicht mal die Damen zu tauschen und im Endspiel zu überleben. Dementsprechend wäre B4 tatsächlich ein ganzes Stück besser gewesen, weil Schwarz in der B4-Variante nicht zur Rochade kommt. Und gut, aber hier steht er besser. Es gibt auch noch, ich dachte, er wäre besser. Achso, ja. Okay, in der Partie kam Turm F6. Ein Zug, der die Verdopplung einleitet und vor allen Dingen hier auch Druck gegen den G6-Punkt aufbaut. Jetzt ist schon guter Rat teuer für Schwarz. Also Schwarz muss sich hier auch durchaus genau verteidigen. Weil nach so einem Zug wie Turm A nach D8 hat Weiß immer das starke H5, was hier die schwarze Königsstellung extrem aufreißt. Also es hängt direkt der G6-Punkt. Und alle Züge mit dem G-Bauern werden direkt widerlegt. G schlägt H, scheitert an, das erinnert an die Taktikaufgabe von vorhin, die du gezeigt hast, ne? So im weitesten Sinne Dame F5, weil jetzt hängt der F7. Wenn der verteidigt wird, wird hier auf der Diagonale matt gesetzt. Das ist eine völlige Zerstörung der schwarzen Stellung. Also schlagen darf Schwarz nicht und auch vorbeiziehen. Ist ähnlich katastrophal, scheitert nämlich direkt an Turm, schlägt F7, nebst Dame G6. Deswegen wäre hier noch die beste Verteidigung mit Turm D6 fortzusetzen. Und hier seid ihr nochmal gefragt, wie kann Weiß denn jetzt hier gewinnen? Ich glaube, das ist ein bisschen... Nein, okay, ihr findet das. Ihr findet das, weil es am Meinst du, das ist doch, nein. Die Feinheiten diskutieren wir dann auch nochmal. Gerade gefunden wurde schon. Ja. Bin ich mir sehr sicher, dass ihr hier auch den richtigen Riecher habt. Aber hier ist natürlich mehr zu berechnen. Also hier gibt es viele Kandidatenzüge. War aber hier. Ja, Remy oder was? Also damit meine ich jetzt nicht den Namen. würdet ihr das bitte auch noch begründen, warum ihr B4 denn überhaupt spielt? Ja, das wäre natürlich noch das Optimum. Und Armin, pass auf den Röntgenblick auf, wenn du Turm G6, Läufer G6, Dame G6 spielst, da steht ein Turm auf D6, der röntgenmäßig G6 überdeckt hat. Ja, First Knight, danke. Du stellst die versuchst, Fragen. Eine Verteidigung zu finden. Das ist sehr gut. Danke. Ja, und du hast einen jüngeren Mann geheiratet, ja. Ihr hättet auch fragen können, Nikolas, du hast eine ältere Frau geheiratet. Aber da seid ihr alle viel zu höflich, sowas zu sagen. Ja, aber nicht so wie du. Nicht so wie, nee. Ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn man das ohne Wertung sagt. Ist das alles in Ordnung? Es ist sehr objektiv ein Fakt. Du hast immer vor mir Geburtstag. Du redest dich nur jetzt noch weiter rein. Konzentrier dich mal besser aufs Schach. Ja. Die Stellung. B4 haben sie alle schnell geschrien, aber... Die Begründung dahinter? Steht noch aus. Oh ja, Flame tut einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Oder? Er sagt... Warte. B4, Dame D4, Dame F3. Ja, aber die Begründung noch. Da geht's noch weiter. Weil sonst könnte man ja auch, oder das könnt ihr auch mal überlegen, was kommt denn auf direkt Dame F3? Ja, und wenn ihr das gefunden habt, dann wisst ihr, warum B4, Dame D4 ein guter Einschub ist. Mhm. Und Easy macht es, wie es sein Name schon sagt, Easy. Der findet nämlich auch sehr gute Varianten und damit hast du eigentlich auch B4 schon begründet. Weil deine Variante auch gut funktioniert. Also Easy schreibt erstmal auf B4, Dame B4, kommt Dame E5. Also da hat man quasi die Dame von dem E5-Bauern abgelenkt und danach ist die Diagonale natürlich zu stark. Ist easy. Genau. Und König auch, G8 kann man noch berechnen, aber da schlagen wir irgendwo rein. Turm F7 beispielsweise, Turm F7, Dame E8 Schach. F7 ist überlastet, das wird matt im übernächsten Zug. Turm F8, Dame F8, König A7, Turm F7 matt.
Gut, also kann Schwarz nicht schlagen und auf Dame D4 macht Easy Rider das, was ich empfehlen würde. Wir fangen an mit den Schlagzügen, nämlich Dame schlägt D4, wir stellen fest, Schwarz muss mit dem Turm wieder nehmen, sonst hängt der Turm auf D6 und nach H schlägt G6 geht eine Figur auf F7 verloren. Das sieht äußerst gewonnen aus und das ist es auch. Man kann natürlich an der Stelle noch versuchen, ja, es noch besser haben zu wollen. Sage ich mal, wenn ich, oh Gott, der arme Jan, wenn ich an Partien von gestern denke, wo er mit einer Mehrfigur nicht gewonnen hat, dann hat man vielleicht den Anreiz, in dieser Stellung noch mehr rauszuholen. Ja, aber hier hatten sie mehr als 3 Minuten Zeit. Das stimmt, Für die Vorteilsverwertung dann. Da tat mir Jan so leid, aber also alle, die es nicht gesehen haben, eines der spannendsten Matches überhaupt, weil Jan sich dann wirklich noch zusammengerissen hat. Und dass man noch gedreht hat, aber heieiei. Ja. Okay, also eure Aufgabe ist es, eine Ressource zu finden auf erstens Dame F3. Ja, wenn ihr sagt, sonst könnte man ja auch, genau, wenn ihr sagt, dass B4, Dame D4, Dame F3 gewonnen ist, wäre jetzt meine Frage, wieso ist denn Dame F3 direkt nicht gewonnen? Weil der F7 hängt, ist irgendwie sehr, sehr schwer zu verteidigen. Ja. Also bitte, Dame F3, Schwarz ist am Zug. Ja, kannst du mal hinstellen. Sieht ja super stark aus, ne? Genau, und Turm schlägt F6, Dame schlägt F6, danach hängt der G6. Sieht auch gewonnen aus. Ach, Flame, du hast die Begründung schon genannt. Du hast irgendwo ja ein wichtiges Element der Begründung genannt, aber die knackende Variante fehlt noch. Ja. Und Bauernwalz hat sich, glaube ich, nur verschrieben. Er hat aber genau das gesehen, was relevant ist, nämlich Läufer D5. Ein unfassbar lästiger, nerviger Zug. Und hier erreicht Schwarz tatsächlich noch Ausgleich. Ja, doof gelaufen. Und jetzt fragen wir uns natürlich alle, wo ist der Unterschied, wenn es so steht? Und die Begründung hat Flame geliefert. Denn hier kann man wunderschön auf G6 knüppeln. Und auf Turm schlägt G6 fehlt die Deckung des C5 auf F8, sodass man hier auf F8 nehmen kann und et voilà, man hat gewonnen. Und deswegen B4, Dame F3 das Allerstärkste, B4 gefolgt von Dame D4 schlagen, ist auch sehr stark, gewinnt auch. Nur bitte hier nicht Dame F3, weil Läufer D5 auf Turm schlägt G6. Kommt Turm schlägt G6. Das Ganze ist, ich glaube, ach, wie geht's denn hier eigentlich weiter? Ich glaube, Turm schlägt G6 war gar nicht, glaube ich, gar nicht gut. Weil Dame schlägt F8 hier schon. Ich glaube, hier muss man auf. Ja, was macht man hier denn nochmal? Ich glaube, man muss direkt tatsächlich die Dame opfern mit Turm schlägt F8. Dann bleibt die Partie in der Remisbreite, weil Weiß ein schnelles Sauerschach bekommt. Okay. Ja, aber Turm schlägt G6 an der Stelle wäre sogar schon schlecht gewesen. Okay, also Turm AD8 verteidigt ist auch nicht mehr wegen H5. Mhm. Aber Dame E7 war in der Partie noch ein ganz guter Versuch, weil jetzt Schwarz immer die Option mit Dame schlägt F6 hat. Zwar nicht in jeder Stellung, aber wenn zum Beispiel H5 jetzt kommt, also die Idee, die wir gerade gesehen haben, wer Dame schlägt F6, jetzt hier noch nichts Grandioses für Schwarz, aber zumindest eine Stellung, wo man weiter kämpfen kann. Ne? Also Weiß steht immer noch ein bisschen besser, aber das ist noch nicht direkt vorbei. Deswegen hat Hübner hier nicht direkt H5 gespielt, sondern erstmal Dame E3 mit der Idee, die Dame F6-Idee rauszunehmen oder zumindest für Schwarz schlechter zu machen, weil man jetzt halt immer den H6-Bauern im Visier hat. Schwarz hat sich trotzdem dazu entschieden, weil es auch gar nicht so einfach ist. Nämlich noch ein weiterer Sinn von Dame E3 war, dass man das Feld E4 frei macht für den Läufer. Also wenn Schwarz jetzt hier nicht aufpasst und ein bisschen rumeiert, Turm D8, kommt Läufer E4 und wir sehen schon wieder, ups, hier der Punkt G6, brauche ich nur noch einmal angreifen und er ist weg so ungefähr. Das ist ganz, ganz schwierig hier für Schwarz.
Am besten wäre noch gewesen, hier mit Läufer G8 zu spielen und alles abzutauschen. Aber das Endspiel, also man gibt halt freiwillig einen Bauern, ne? Also weiß tauscht hier einfach alles ab, nimmt am Ende auf A7 und jeder, der Oder schon mal E5. so, ach so, ja, Ah ja, oder E5, das Schwarz kippt Mauer. genau. Und jeder, der schon mal so ein oder so ein ähnliches Endspiel gehabt hat, weiß, dass das super anstrengend ist als Verteidiger. Man hat zwar immer irgendwie Ressourcen mit der Dame, aber gerade mit den Läufern hier auf dem Brett noch und der Läufer kann sich auch nicht so schnell abtauschen. Sehr schwierig. Also, ne, möchte man nicht freiwillig haben. Torjäger, wir werden ein Turnier in der Heimat spielen in Braunschweig, ein GM-Turnier Mitte Oktober, also in 2 Wochen. Genau. Könnt ihr gerne vorbeikommen und zugucken. Deswegen nachvollziehbar, dass hier Dame schlägt F6 kam, in der Hoffnung, dass man hier durch dieses materielle Ungleichgewicht vielleicht noch Chancen bekommt oder dass man die Türme mobilisieren kann. Und rein vom Materialverhältnis ist ja auch alles okay für Schwarz. Also das hatten wir uns ja schon häufiger angeguckt. Aber hier in dieser konkreten Stellung haben die Türme bei gutem weißen Spiel keine Chance aus mehreren Gründen. Zum einen ist der König hier noch total schwach, und man muss immer aufpassen, dass man nicht mit Schach irgendwas verliert. Und da sind wir schon bei der zweiten Begründung, denn die schwarzen Figuren sind alle Angriffspunkte. Also vielleicht nicht alle, aber zumindest ein paar Bauern können leicht mal fallen. Also hier der E5, der G6, vielleicht auch mal der B7. Und deswegen ist es für Schwarz nicht möglich, seine Türme irgendwie zu mobilisieren und selber Druck zu machen, weil er viel zu sehr aufpassen muss, dass nicht direkt alles weg ist. Und wir schauen uns einfach mal an, wie das hier konkret weiterging. Also es kam erstmal Turm E8, Turm ins Spiel bringen, Bauern decken. An dieser Stelle wäre es vielleicht noch eine Anmerkung wert zu sagen, dass die Stellung wahrscheinlich um einiges unangenehmer für Weiß wäre, wenn dieser Bauer überhaupt nicht Ach so, ja, existent wäre. stimmt. Denn durch diesen Isolani, den Weiß in der Folge sehr leicht blockieren kann, hat ein Vorpostenfeld auf E4, greift an, steht sehr aktiv, unterbindet er die Aktivität auf der E-Linie, die für den weißen König unangenehm sein könnte. Wobei Weiß hier immer auch blockieren könnte, ne? Selbst wenn der Bauer nicht da Aber wäre, habe ich dann ja würde immer. mal sowas Ach wie so. Läufer C4 in der Luft liegen und daran ist hier überhaupt nicht zu denken, Ja. sodass Weiß hier die volle Kontrolle hat. Aber bitte, sag ich mal. Okay, Das jetzt sind kam also die Dame Unterschiede G5. manchmal. Genau, befragt erstmal den schwarzen König, der ist nach E6 gegangen. Etwas besser wäre wohl König G7 gewesen, wobei das auch sehr unangenehm aussieht nach Läufer E4, aber hier hat man zumindest immer noch Chancen mit Turm E6 erstmal alles so zusammenzuhalten. Ich glaube, die Stellung ist trotzdem sehr unangenehm Ja, für es kommt Schwarz. H5, also stellt euch den Turm auf E6 vor, da muss Schwarz halt auch immer gucken, boah, wenn dann Läufer F5 kommt, wo geht der Turm hin? Turm F6, H6, ist er weg. Turm D6, kommt C5. Also es wäre objektiv noch so einigermaßen zusammenhaltbar gewesen, aber sehr, sehr schwierig. Ich glaube, irgendwie so Turm E6, Läufer E8, so sehr, sage ich jetzt mal, auf den Passiv. letzten Drücker und sehr passiv, sodass Weiß ganz bequem seine Stellung verbessert, irgendwann Ja, weitere Bauern nach verschiedene vorne Sachen schiebt. probieren kann, ne? Irgendwie mal A4, A5, A6 oder keine Genau. Ahnung, irgendwas. Also wichtig, wenn ihr so eine Stellung einschätzt, ist zu sehen, dass ihr mit Weiß weitere Ressourcen habt und dass ihr schwarzes aktives Spiel der Türme unterbinden könnt. Das ist der Kernpunkt, warum die Stellung für Schwarz trotz Materialverhältnis nicht für Ausgleich oder sogar mehr reicht. Und das zeigt die Partie auch sehr schön, ne? Genau, da ist der König in die andere Richtung gewandert. Aber hier kommt schon, wie von Nico angesprochen, hier die Blockade, die gleichzeitig auch einen Angriff darstellt. Turm G8 deckt das Ganze einmal und hier C5, ein feiner Zug, der quasi das Feld D6 dem schwarzen König wegnimmt. Und wir sehen gleich, warum das relevant wird. König D7, Dame F6 greift einmal den Läufer an. Der traut sich hier nicht auf A2 zu schlagen, verständlicherweise, weil dann, naja, ich nehme es mal vorweg, der Zug kommt auch noch in der Partie, aber wir können ja auch diesen schönen Zug hier schon einmal zeigen. Nach Läufer schlägt A2 ist das Problem, dass dieser G6-Bauer überlastet ist. Das hat man auch selten, dass so ein Bauer mal
abgelenkt wird quasi. Also er möchte eigentlich das Feld F5 verteidigen, hängt jetzt aber selber. Also das heißt, wenn Schwarz hier nichts macht, nimmt Weiß im nächsten, dann hat er zwei verbundene Freibauern und hoffnungslos. Deswegen schlagen, aber jetzt erst Dame D6, das ist die richtige Reihenfolge. Und jetzt Läufer F5 und hier auf diesen beiden Diagonalen ist Schwarz jetzt machtlos gegen die weißen Figuren. Vielleicht, damit ihr noch mehr taktische Motive sammelt. Ich bin gerade so im Taktikmodus, auch wegen dem Banter Cup, weil ich ja noch spielen muss und so. Und ich spiele gegen so einen jungen Spieler in der Vorrunde. Auch sehr interessant ist natürlich so eine Taktik, ne, dass ihr sowas schon mal gesehen habt. Turm genau. E7, Läufer schlägt E6. Auch das sieht nicht verkehrt aus. Und das Läufer schlägt G6, hier mit größter Vorsicht zu behandeln. Deswegen Läufer D5, König G1, Turm E6 oder auch direktes Schlagen gefolgt von Turm G8. Gut, man hätte noch Läufer E4, oder? Nach Läufer D5. Ja, aber dann, jetzt hat Schwarz auf jeden Fall plötzlich gegengespielt. Ist das passiert, was nicht passieren soll? Das ist einfach wichtig zu merken. Also ist, glaube ich, noch nicht direkt aus, ne, da mit D6 Schach, aber es ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen, sowas. Aber es könnte aus im Sinne von, ich möchte gewinnen sein. Ja, weil denn Turm F1, Turm F2 ist, wenn H3 kommt, mindestens Dauerschach. Ja. Uiuiui, das wäre so übel. Ja. Okay, also H5, also, der so eine Drohung hier. Ein schöner Zug, um das vorzubereiten. Also Läufer schlägt A2 funktioniert nicht. Genau. In der Partie kam Läufer E6 deswegen, weil, wenn man den Läufer deckt, das vielleicht noch einmal zur Erklärung, ich denn hier die Variante, dann gibt es hier zum Beispiel die Möglichkeit mit B4 zu spielen. Also so oder so ist es unangenehm. Deswegen hier Läufer E6, vielleicht mit der Idee, diesen Bauern zu geben, in der Hoffnung, dass man denn hier Gegenspiel bekommt. Aber hier ist Weiß natürlich schon ein bisschen weiter. Und hier sehen wir auch schon mal, wie wichtig dieses D6-Feld ist, ne? Und weswegen C5 so ein guter Zug war. Jetzt Läufer schlägt A2, aber jetzt kommt es ganz ähnlich wie in der Variante vorhin. Wir haben zwar jetzt schon kleine Zugumstellung, aber nach G schlägt H würde wieder das Gleiche kommen. Hier kam deswegen noch Turm E6, der Einschub. Aber die Dame kann jetzt den Bauern auf diese Art und Weise fesseln. Läufer D5. Aber hier ist es jetzt halt zu spät, dass Schwarz seine Türme frei bekommt, weil jetzt Weiß schon genug Ressourcen mit dem Bauern hat und vor allen Dingen auch mit der Fesselung, die gerade akut ist. Turm muss gedeckt werden, aber der Turm ist immer noch gefesselt. Und jetzt gab es auch natürlich mehrere Gewinnzüge, aber H6 ist sicherlich einer der relativ einfach ist, weil Schwarz hier die Türme einfach nicht verbunden bekommt und deswegen auch diesen Bauern letztendlich nicht aufhalten kann. Also auf Turm H8 zum Beispiel kommen so gemeine Züge wie Dame D4, greift den Turm an, Turm H6 geht nicht wegen Dame G7, dieser Bauer hängt auch noch aus die Maus. Deswegen ja König E7 in der Hoffnung, den Turm zu entfesseln. Das zeigen wir einfach mal im Schnelldurchlauf. Ein Schach gegeben, dann noch ein Schach, um den König hier wieder zurückzubringen und die Dame nach D4 zu bringen, von wo aus sie dieses Feld kontrolliert. Und nach Turm F6, um das Ganze hier zu unterbinden, kommt Dame E5 Schach, gefolgt von trotzdem H7. Und Schwarz hat aufgegeben. Also ich glaube, wir haben gerade am Ende dann auch nochmal gesehen, dass die Dame hier, also es sah alles so einfach aus und letztendlich war es das auch, also zumindest das Ende, weil eben die Dame wirklich so überlegen war und die Türme einfach nicht ins Spiel gekommen sind. Ja. Danke an den Hinweis für Carsten. Trainiere das Flaggen. Ist jetzt nicht auf die Partie, sondern für mein Match gedacht. Tatsächlich tue ich das auch in letzter Zeit. Ja. Ich habe Bullet gespielt, unter anderem gegen Cobra, der manchmal in der Lernstunde dabei ist. Ein paar Partien noch mit ihm gespielt. Genau. Ja, wollen wir einmal das Fazit der Partie ziehen und dann auch nochmal abrunden. Vielleicht bevor wir auf die Fazitseite gehen. Wir hatten nämlich die Frage von, ich glaube, Flensbacher war es. Eine gute Frage, was hat Schwarz eigentlich falsch gemacht? Wo hat er die Herrschaft über seine Stellung verloren und ist auf Abwege geraten?
Ich glaube, mit F5 ist schon nicht so zu empfehlen, der Aufbau und der Eröffnung. Und genau, wir gehen nochmal zurück. Also F5 ist schon schwierig, weil F4 ist eine starke Antwort. Und danach muss Schwarz seine Folgezüge ganz genau bedenken. Auch so Züge wie Springer F6 sollte man sich genau überlegen, ob nicht vielleicht zunächst einmal G6, Läufer G7 besser ist. Und spätestens... Ja, aber hier war es schon schwierig. Hier war es schon schwierig, ne? Hier war es schon eine schlechte Stellung. Also man kann es unter Eröffnungsdebakel vielleicht verbuchen. Spätestens hier ist die Stellung schlecht, aber dafür finde ich, hat Schwarz es gut zusammengehalten, ja, genau. Und Weiß also den Druck schön weiter erhöht. Ich finde, sehr lehrreiche Stelle an der Partie, gerade für diejenigen von euch, die auch sagen, sie hätten das so vielleicht niemals gefunden. Das glaube ich nicht. Ich glaube spätestens... Beim nächsten Mal, wenn ihr so eine Stellung habt, der König will entkommen, ihr wollt das verhindern, Springer C5 ist eine akute Drohung, Läufer E3, dann kommt der trotzdem, dann denkt ihr über Züge wie B4 nach, so ein richtiger Multifunktionszug, König in der Mitte, den dort zu halten, haben wir schon besprochen, und B4 zeigt halt nochmal schön, wie man den König in der Mitte halten kann, indem man ihm die lange Rochade nochmal deutlich unschmackhafter macht. Ja, ich glaube, das steht auch so oder so ähnlich hier auf dem Fazit mit drauf. Ja. Also der erste Schlüsselzug, würde ich sagen, war E4 zehntens, direkt gegen den unrochierten König agieren, die Linien und Diagonalen öffnen. Und dann gab es auch nochmal zwei wichtige Zwischenzüge, ne? Also auch nicht automatisch widerschlagen. Wäre auch so ein Learning hier aus der Partie heute, einmal mit Springer H4 und dann mit F schlägt E5, wo man temporär eine Figur geopfert hat. B4 hast du gerade noch mal erwähnt. Und am Ende, warum die Dame gegen die zwei Türme so überlegen war, lag halt in dieser konkreten Stellung daran, dass der schwarze König offen war und somit auch immer wieder Schachs ausgesetzt war und die Bauernschwächen und Angriffsziele gut parallel mit Schachs attackiert werden konnten. Genau, und die Türme nicht mobilisiert werden konnten. Ja, wenn wir gerade noch bei der Stellung sind, die Frage wollen wir natürlich nochmal ganz schnell. Dame schlägt B4, scheitert hier gewissermaßen an Läufer H3, der die nächste Drohung aufstellt. Läufer D7, Turm F7, der König kommt nicht weg. Und wenn die Dame zurückgeht, kann man sogar schon über Züge wie Läufer A3 nachdenken. Dame schlägt A3 und dann zack, zack, zack. Na, also man, zack, dann zack, dann zack und matt in der Mitte. Das schon äußerst kritisch. Ja, ganz zum Schluss nochmal zur Person Dr. Robert Hübner. Genau, also hat bald Geburtstag. Wisst ihr jetzt, könnt ihr alle gratulieren. Ja. Er ist promovierter Papyrologe, also ein sehr gebildeter Mensch auch, der auch sehr, sehr viele Sprachen sprechen kann. Sprechen und schreiben, was er teilweise auch auf seinen Partieformularen gezeigt hat. Da gibt es ein paar Anekdoten dazu. Er ist der beste deutsche Spieler seit Emanuel Lasker. Hat sich sehr, sehr lange in den Top 20 gehalten, am Stück von 71 bis 88. Das ist auch eine beachtliche Zahl an Jahren, so lange in der Spitze. Und davon war er auch einmal auf Platz 3 der Weltrangliste 1981 mit einer Elo-Zahl von 2640, wobei wir ja vorhin schon erwähnt haben, dass das damals noch ganz andere Dimensionen waren. Genau, die tiefgründigen Analysen, dafür ist er sehr, sehr bekannt. Ihr hattet auch schon befürchtet, dass wir Originalanalysen von ihm zeigen. Das zeigt sich auch ein bisschen in seiner Promotion, in seinem Beruf. Er gründet Dinge, ist anscheinend ein extrem geduldiger Mensch, der beharrlich den Dingen auf den Grund geht. Was wenige Schachspieler, ich habe noch nie von einem gehört, der es in der Intensität macht wie Robert Hübner. Und es kann nicht so schlecht sein, denn er ist damit bis in die Weltspitze vorgedrungen. Und die meisten seiner Partien sind tatsächlich von positionell sehr weitblickender Natur gewesen. Sehr, sehr feine Partien, wo man die Unterschiede wirklich im Detail suchen muss. Die Partien, die wir euch heute gezeigt haben, eher einige der fulminanteren Beispiele. Ja, was werden wir nächste Woche machen? Da werden wir uns mit Wladimir Kramnik auseinandersetzen. Praktisch auch der nächste klassische Weltmeister. Genau, und auch eine Person, die euch sicherlich schon bekannt ist. Wahrscheinlich auch eine seiner Partien, also eine oder einige. Aber nächste Woche dann mindestens zwei. Genau, deswegen freuen wir uns natürlich sehr auf nächste Woche.
bedanken uns fürs Zuschauen. Und alle fürs Fragen mitmachen zum Banter Cup kurz zusammengefasst. Freitag gegen Daniel Dahler, 15-jähriger Belgier mit über 2,4. Was ich spiele, wie immer, wie gegen euch, allen möglichen Blödsinn. Also seid dabei und drückt mir bitte die Daumen. Also wir sehen uns spätestens Freitag. Ansonsten nächste Woche zur Lernstunde. Schönen Abend noch. Bis dann.